Nächster Teil der kleinen Serie. Gästeführer zeigen ihre Lieblingsorte. Wir sind jetzt im Landschaftspark Duisburg-Nord. Eigentlich sind wir in einem ehemaligen Hüttenwerk, 1901 gegründet von August Thyssen, 1985 stillgelegt im April. Und der Eigentümer, die Thyssen Stahl AG, wollte das natürlich damals abreißen. Und dann ist allerdings der Entschluss gefasst worden, wir wandeln das in einen Park um. Und das muss man sich vorstellen, Mitte der 80er Jahre, wenn man dann mit der Idee auftrat, wir nehmen ein Hüttenwerk und machen da einen Park draus, dann sind die Verantwortlichen, haben dann den Arzt gerufen, weil diese Idee passte überhaupt nicht in die Köpfe der damaligen Zeit. Das war ziemlich sensationell. 1989 fand dann der Wettbewerb statt für den Landschaftsarchitekten und 1994 war die offizielle Eröffnung. Das heißt, im letzten Jahr war 25 Jahre Landschaftspark Duisburg-Nord und eine britische Tageszeitung, The Guardian, hat vor 5 Jahren eine Rangfolge erstellt, die 10 besten Parks der Welt. Und der Landschaftspark Duisburg-Nord ist einer, gilt als einer der 10 besten Parks der Welt. Und den schauen wir uns jetzt in mehreren Etappen an. So, die Besonderheit hier bei diesem Park ist der Landschaftsarchitekt, der den Wettbewerb gewonnen hat, Peter Latz und Partner. Der hat nicht hier die Industrieanlage, dort den Park gebaut, sondern der hat versucht, beides zu integrieren. Auf vielfältigen Wegen, auf unterschiedlichen Niveaus. Hinter mir ist der Eingang in den Park, der Haupteingang. Da war früher der Eingang in das Hüttenwerk. Da hat der Landschaftsarchitekt gesagt, da wollen wir die Besucher nett empfangen. Das war die Idee eines Baumplatzes. Und er hat aber dann die Bäume so streng angeordnet, in einem strengen rechtwinkligen Raster, dass er gesagt hat, wir nehmen die strenge Geometrie des Hüttenwerks auf, empfangen die Leute nett mit diesem Baumplatz und führen die dann an die Strenge des Hüttenwerks heran. Das kann man finden, wie man will, aber das ist die Idee des Landschaftsarchitekten hinter dieser Gestaltung dieses Platzes und es funktioniert. Das hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Jetzt zu Corona-Zeiten ist der Platz leer. Normalerweise an warmen Frühlingstagen wie heute wäre hier eine Menge los. Da vorne mittendrin ist ein Imbiss. Zur Gestaltung gehörte auch, die Gebäude weitestgehend zu erhalten. In dem ehemaligen Hauptschalthaus, da ist heute ein Restaurant und das Besucherzentrum. Da, wo die Züge gewogen worden sind, da ist heute ein kleiner Veranstaltungsraum. Und in der früheren Kraftzentrale, wo Gas verbrannt wurde, um Strom zu erzeugen, das ist diese große Halle, fast 170 Meter lang an der Seite. Das ist heute die größte Veranstaltungshalle hier in Duisburg, wo Veranstaltungen jeder Art mit bis zu 4600 Personen stattfinden können. Und daran an, das ist aber jetzt verborgen von hier aus, daran anschließt sich die alte Verwaltung, die alte Direktion, das ist die neue Jugendherberge hier im Duisburger Norden. Zum Konzept gehört der weitestgehende Erhalt der Industrieanlagen und es hat hier historisch 5 Hochöfen gegeben. Auf der Seite von uns ist der alte Hochofen 2, dahinter Hochofen 1. Da, wo wir stehen, ist eine größere Lücke. Da standen früher die Hochöfen 3 und 4. Die hat Thyssen schon abreißen lassen in den 70er Jahren. Und dahinter, der ist aber jetzt versteckt, da steht der Hochofen 5. Der ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir sind jetzt im Bereich der ehemaligen Sinteranlage. Da wurden bestimmte Erze, die für den Hochofen nicht geeignet waren, vorbehandelt, um sie geeignet zu machen. Die Sinteranlage, die war so baufällig, dass man die abgerissen hat. Übrig geblieben ist allein der Stumpf des Schornsteins. Das war der höchste Schornstein hier im Gelände. Der ist jetzt im Bild etwa 130 Meter hoch. Und die Betonbunker, in denen diese Sintererze vorgelagert wurden. Die kamen per Eisenbahn über den Steg, der zu einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke umgebaut wurde und wurden dann in Betonbunkern gelagert und diese Betonbunker wurden umgestaltet zu verschiedenen Gärten. Da gibt es Themengärten, einen Heckengarten, eine Farnspirale, einen Hortensiengarten und dann gibt es hier den Terrassengarten mit unterschiedlichen Höhenniveaus. Es gibt hier einen kleinen Spielplatz. Die wurden in diese Bunker eingebaut. Die Bunker wurden geöffnet. Da wurden halt Türen hineingesägt in die Betonwände. Und so ist ein besonderer Bereich des Landschaftsparks entstanden. Die Sintergärten,
in denen man ein anderes Raumgefüge, Raumgefühl hat. Im Freien, da hat man immer den Eindruck von großer Weite. Wenn man in diese Gärten geht, dann ist man umgeben von den dicken Betonmauern und kann sich da hinsetzen, kann ein Buch lesen und da unten die Zeit genießen. Und von diesem Steg aus, da hat man nochmal einen ganz guten Überblick auf das auf den Kernbereich des Hüttenwerks. Links die Hochöfen 1 und 2, die große Lücke. Und dann sieht man die Winderhitzer des Hochofens 5. Und der Hochofen 5 selbst, der verbirgt sich gerade hinter den Pappeln und kommt jetzt so ein bisschen zum Vorschein. So, wir sind jetzt im Bereich der alten Emscher. Man sieht in der Ferne hinten ein Windrad, was halb verborgen ist, und im Vordergrund sprudelt Wasser. Und hier unten, wenn ich die Treppe hinuntergehe, da ist ein Flusslauf, die alte Emscher. Das heißt, das ist der Originalverlauf der Emscher, die hier Richtung Rhein strebte und in Duisburg in den Rhein mündete. Der Emscher-Verlauf ist im Laufe der Geschichte zweimal verlegt worden, die Emscher-Mündung. Und dieses Stück Gewässer ist dann im Zuge der Parkgestaltung schon umgestaltet worden, Abwasser raus in Rohre, und dann seitdem ist hier oben sauberes Wasser, aber ein stehendes Gewässer. Und damit das nicht biologisch abstirbt, war die Idee mit dem Windrad, Wasser über eine archimedische Schraube herauszuziehen und hier einfach zurücksprudeln zu lassen. Das ist sehr störanfällig, dieses Windrad. Deswegen läuft da heute ein Elektromotor, aber das System dient dazu, die Ökologie hier am Leben zu halten. Wir sind jetzt auf einer kleinen Halde, die liegt am Rand des Geländes. Die dient auch als Lärmschutzwall zur benachbarten A42, zur Autobahn. Von hier hat man das Hüttenwerk noch mal ganz gut im Blick. Die Hochofen 1 und 2, links die Lücke und dann rechts der Hochofen 5. Hochofen 5 ist der einzige Hochofen in Deutschland, der frei begehbar ist. Das heißt, zu normalen Zeiten kann man jederzeit dort hochsteigen auf 55 Meter. Es gibt keine Kontrolle, kein Eintrittsgeld. Das ist ziemlich einzigartig in Deutschland. August Thyssen hat das Werk gebaut als Roheisenwerk zwischen zwei Standorten, die er schon besaß, nämlich im Duisburger Norden. Das sieht man auf der Seite in der Ferne. Das ist der große Standort von ThyssenKrupp Steel Europe heute. Man sieht dort zwei Hochöfen, die aktiv sind. Der rechte, der rote Hochofen 8, der ist, ich glaube, 2003 in Betrieb gegangen, also vergleichsweise neu. Der andere Standort von August Thyssen war in Mülheim, und dieses Werk ist genau dazwischen gebaut worden zur Versorgung. Und man sieht hier im vorderen Bereich nochmal die Sintergärten. Die Sinteranlage abgerissen, der Stumpf von dem Schornstein, aber diese Bunker sind eben zu Gärten dann umgebaut worden. Wir sind jetzt hier auf der Wittfelder Straße. Das ist immer noch im Landschaftspark Duisburg-Nord. Das war eine Wohnstraße. Das heißt, hier standen Wohnhäuser direkt nah bei dem Hüttenwerk, so lange bis die Autobahn, die A42, geplant wurde, die auf der linken Seite von uns liegt. Und dann wären die Bewohner eingekesselt gewesen zwischen dem Hüttenwerk und der Autobahn, und deswegen hat man die Bewohner vorher umgesiedelt und dann die Häuser abgerissen. Der Landschaftsarchitekt Peter Latz hat dann gesagt, dann erinnern wir mit der Gestaltung an diese alte Geschichte, und hat hier die sogenannten Hamborner Stadtrandgärten angelegt. Das heißt, man kann durch dieses Tor hier hineingehen und befindet sich dann zunächst einmal in einer kleinen Allee, einer kleinen Baumallee. Und da, wo die Häuser gestanden hat, da hat er die Linien der Häuser mit kleinen roten Mauern nachgezogen. Dahinter ist die sogenannte Wildnis. Das heißt, dahinter wird das Land einfach sich selber überlassen. Rückzugsgebiet für Singvögel heute auch. Und da ist auch eine große Baugrube, die im unteren Bereich versumpft und vernässt ist. Rückzugsgebiet für Amphibien hier im Landschaftspark Duisburg-Nord. Und auf der anderen Seite, gegenüber den Wohnhäusern, da sind Hausgärten angelegt worden. Zunächst mal ein Staudengarten und dann ein klassischer Hausgarten mit Blumenbeeten, Blumenrabatten. Aber wir sind ja in einem Park, in einer Industrielandschaft. Das heißt, die Blumenrabatten sind abgetrennt, abgegrenzt durch Doppel-T-Träger. Und als Substrat
in den Beeten, da ist kein Mutterboden, sondern da sind Materialien aus dem Hüttenwerk. Da sind Feuerfeststeine, da ist Schotter, da sind Ziegel, unterschiedliche Böden, auf denen sich jeweils unterschiedliche Pflanzen ansiedeln. Das heißt, da können die Pionierpflanzen tätig werden und hier für Artenvielfalt sorgen, ohne dass die Landschaftsgärtner allzu viel eingreifen müssen. Und im hinteren Bereich, das ist nochmal eine Obstbaumwiese. Ein kleiner Teil des Landschaftsparks, etwas am Rande gelegen, von den Besuchern wenig wahrgenommen. Aber für mich eins der besonderen Highlights wegen der kleinteiligen Struktur. Man kann hier auf Bänken sitzen und einfach die Zeit genießen. Ein kleines Highlight innerhalb des großen Highlights, das der Landschaftspark als solches für mich insgesamt darstellt.